seid Von Crew oder ihr seid Feinde der Von Crew. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Todesverbindung, große CD. Blaue Flächen raus da. Sachen kommt. Von der rechten Seite, das heißt nach links rüber. Okay, Phase 2, das Ding wurde abgebrochen, das heißt auf die Seiten rüber. Trotzdem benutzen? Ja. Wir können es benutzen, ja. Isolation, Beam und Dornem, da keiner rein. Elendsverbreitung, das ist die Fläche. Zieh den Split bitte rechts. Raus. Wurde einmal getroffen. Kann das sein, dass wir weniger Leute mit Gruppe 1 und 3 sind? Ja, ich bin gerade auf der falschen Seite, aber ich hatte das Ding benutzt. Und dann hatte ich Cooldown drauf und dann dachte ich, ich bleibe hier oben, weil es ist Sekunden verschwendet. Krieger sind der Mobil, können auch mit. Wir müssen ja nicht zeitgleich fallen, deswegen ist es doch egal. Nö, aber so sind wir schneller wieder oder? In der nächsten Phase, ne? Wieder vorne ran. Verbindung, große CD, läuft vielleicht wieder ausweichen. Der Laser von links. Durchbohrende Linse kommt weiter auf die Tanks. Große DFCD, Todesverbindung. Baukreise raus. Phase 2. Augen bereit machen. Oh, man jagt den also prozentual da rein. Ja. Geil. Einmal bei 70, einmal bei 35. Wenn ich jetzt richtig aufgepasst habe. Du musst nicht ganz so weit, einfach nur raus aus der Gruppe. Ich wollte nicht sein. Auf Phase 3 Achtung, jetzt kommen alle Fähigkeiten von dem Boss, die wir bis jetzt gesehen haben. Das heißt Augen plus. Die Sachen. Strahl. Große für eine große Deftelie. Der Laser kommt von rechts.
vom Boxen um. Ich wette, im HC macht er das nochmal in die andere Richtung. Dann hast du aber so Cooldown eine, auf die Ketten. Das wird's nice. Was macht der denn Widerstand? Keine Ahnung. Da kommt von beiden Seiten. Richtig viel Müll. Von oben auch noch. Also ich muss sagen, ich bin stolz auf unsere drei Sieger, weil das mit dem Chargen war immer echt knapp, ne? Entscheidet euch.